Und was gibt's? Schön, dass ich persönlich dran habe. Ich melde mich hier für den Gutschein, wo Sie online bei uns teilgenommen haben. Nochmal wegen was? Wegen dem Gutschein, wo Sie bei uns teilgenommen haben. Ach, Ihnen Gewinnspiel, steht hier ja. ein Gewinn zu. Sie haben 599 € als Gutschein in der Tasche. Oh, geil. Mein Glückwunsch. Dankeschön. Ich glaube, aus Baden-Baden kommen Sie an der Bildeichel Nummer 76. Richtig, genau. Und am 8. Mai sind Sie geboren. Ja, klar. Das Geburtsjahr bitte von Ihrer Seite zum Datenabgleich. Nochmal, was soll ich machen? In welchem Jahr sind Sie geboren? 84. 84? Ja. 8. Mai 84. 8. Mai 84. Achso, bei mir steht nämlich 83, deswegen. Ja, Dann war das passiert. wohl ein Tippfehler. Also 84, ja. 84, So. ja. Wir haben 10 Gewinner, 10 Preise. Einer von den Gewinnern sind Sie. Geil. Die Platzierung 1 bis 5 sind Bargeldgewinne. Das sind 4.000, 8.000, 10, 25 und 50.000 €. Boah. Und die Gutscheine, die sind in Form von Mediamarkt, IKEA, Hotelgutschein, Rossmann und Amazon. Also je nach Ihren Platzierungen. Also nicht alles gleichzeitig, ist nicht so ein Multigutschein, oder? Also genau, das ist ganz genau so, genauso wie ich das gesagt habe. 10 Gewinner Ah. haben wir, 10 Preise. Also Okay. jeder Gewinner bekommt einen Preis. Das ist cool. Kommen Sie auf die Platzierung 1 bis 5, dann haben Sie einen Bargewinn von 4.000 bis 50.000 €. Und wenn nicht, dann haben Sie immer noch den Gutschein. Ah, alles darunter ist dann der Gutschein, der für Genau, alles und. darunter ist der Gutschein. Aber aussuchen kann man sich da nicht, welches Gutschein, ne? Also Gutscheine sind in 60 Geschäften einzulösen Ach bei so, doch uns. so ein Multigutschein. Okay, klasse. Ja, Genau, wie gesagt, geil. Multigutschein. Ach so, habe ich nicht verstanden. Entschuldigung. Kein Problem. 76534 ist Ihre Postleitzahl von Baden-Baden. Ja, genau, richtig. Sie bekommen nämlich nächste Woche in circa 7 bis 9 Werktagen auch die ersten Unterlagen auch per Post nach Hause geschickt. Was denn für Unterlagen? Abgesehen, bitte? Was denn für Unterlagen? Unterlagen, dass Sie auch bei uns teilgenommen haben. Ach Ein so. Begrüßungsschreiben. Okay. Ja, abgesehen von Ihrem Gewinn bekommen Sie einen Geschenkgutschein von Ihrem Veranstalter, was wir rausschicken werden an die 76534. Der ist nächste Woche schon im Briefkasten drin, ja? Ja, 76534 ist aber nicht meine Adresse, das ist Postleitzahl, ne? Postleitzahl, genau, 76534, Postleitzahl von Baden-Baden an der Bildeiche 76. Alles klar, super. Nur nicht das, was Bei schief der, läuft. nee, nee, um Gottes Willen. Also Das will ich ja nicht haben. bei der Registrierung wurde, Herr Maulwurf, für die Überweisung der Bargeldgewinne die Überweisungsnummer nicht eingetragen. Also jetzt nicht die Geheimdaten, die dürfen Sie natürlich auch nicht geben, sondern nur die Überweisungsnummer, damit wir auch den Gewinn hier freischalten können. Wo hätte ich das denn Wollten Sie eintragen müssen? Da war nichts für Überweisung. online bei der Registrierung. Doch, also Sie dürfen nur die Überweisungsnummer, die IBAN-Nummer weitergeben. Außer der IBAN dürfen Sie sowieso nichts weitergeben, Herr Ja, das Maulwurf. ist logisch. Das würde auch keiner machen, oder nicht? Genau, es gibt manche Leute, die geben mir am Telefon ihre PIN-Nummer durch, deswegen. Boah, gibt es wirklich Leute, die so blöde sind? Leider Gottes ja. Meine Güte. Außer der Das. IBAN dürfen Sie nichts Ja, weitergeben. das darf aber auch nur bei einem guten Menschen passieren. Wenn die das einem schlechten Menschen sagen, Alter, ist das ganze Lebensersparnis weg. Abgesehen mal davon, wenn er mit einer Konto, nur mit einer PIN-Nummer kann man auch nichts Blödsinn machen, wenn man die IBAN drin hat. Also Ja, man muss schon die klar. Karte haben, das wissen Sie ja. Ja, da kann man trotzdem Online-Banking-Kamera rein, da brauchst du die Karte ja nicht zu. Genau, aber nicht bei IBAN-Nummern, ne? Die IBAN-Nummer ist jetzt zur Weitergabe erstellt. Wenn Sie die Karte verlieren, kriegen Sie ja die gleiche. Das weiß Wenn Sie ich. mal kurz da haben, dann trage ich das hier rein und schalte somit Ihren Gewinn dann erstmal frei. Ja, ich suche gerade. Aber was passiert denn, wenn ich einen Gutschein gewinne, dann brauchst du meine Bankdaten ja nicht. Ja, wenn Sie auf die Platzierung 6 bis 10 kommen, dann haben Sie Gutschein. Aber wenn Sie Platzierung 1 bis 5 kommen, dann haben Sie Bargeld aufs Konto. Ja, können wir das dann so machen? Kontonummer, wenn Deswegen, ich auch wirklich Bargeld gewonnen habe, weil sonst braucht die ja gar nicht bei der ich Firma. sag mal so, ich schalte gerade Ihren Gewinn frei. Wenn es hier nur um Ihre IBAN-Nummer gehen würde, dann würde ich Sie jetzt anlügen und sagen, Sie haben gerade 3.000 € Bargeld gewonnen, ich brauche Ihre IBAN-Nummer. Habe ich wirklich? Aber warum soll ich Sie anlügen? Ich Habe rufe ich? Sie an, weil Sie gewonnen haben. Also 3.000 habe ich schon gewonnen. Nein, haben Sie nicht 3.000. Hä? Herr Maulwurf, verstehen Sie mich nicht, oder? Nee, da habe ich das gerade falsch verstanden, oder war das ein Beispiel? Wenn ich Sie anlügen würde, dann würde ich nehmen, Ihre IBAN-Nummer zu nehmen, würde ich sagen, dass Sie Bargeld gewonnen haben schon. Ach so, ja, Entschuldigung, falsch verstanden. Ja, Ich habe also. Nachtschicht gehabt, ich bin noch nicht so lange wach. Alles gut, gar kein Problem. Ja, so, Ivan, ja? Nur die IBAN-Nummer, sonst Ja, nichts. DE 94 Ja. 87 Ach, 7. 055 0, 5, 5. und dann dreimal die 0 0, 0, 0. 23 2, 3. 55 5, 5.
051 051 und 081. 081. Warten wir kurz auf die Bestätigung. Das muss ja natürlich auch alles hier seine Rechtlichkeit haben. Ja, die Bank ist ja heute, die Bank ist doch heute gar nicht da. Da kann doch gar keiner bestätigen. Nee, wir in unserem System. Das hat nichts mit Ihrer Bank zu tun. Die Bestätigung kommt, dass Sie ein deutsches Konto haben. Ja, klar. Das ist das Wichtigste. Ne? Deswegen tragen wir es hier rein. Die Bestätigung ist da. Das wäre einmal hier die Sparkasse Zwickau. Richtig, genau. Somit können wir Ihren Gewinn auch dann freischalten, Herr Maulwurf. Das ist super. Wie Sie nämlich unter den AGBs ja auch schon gelesen haben, da gibt es ja hier eine Verbindung zu den Veranstaltern. Ich habe gar kein AGB gelesen, ich habe nur ein Gewinnspiel gemacht. Oder nicht? Okay, dann sage ich Ihnen das. Wie Sie unter den AGBs auch vielleicht nicht gelesen haben, anscheinend, in Deutschland werden ja die kostenlosen Gewinnspiele von Sponsoren finanziert. Ne? Weiß ich nicht. Gutscheine und bis 50.000 Euro Bargeldgewinne werden von denen finanziert für die Gewinner. Sie Ach sind so. Einer von den Gewinnern. Sie haben Minimum 599 Euro als Gutschein in der Tasche, oh yeah. Was ihnen auch keiner mehr abnehmen kann. Oh, ich freue mich da tierisch drüber. Beste Nachricht Aber der Woche. Und automatisch bekommen alle 10 Gewinner nur für eine Sonderaktion 12 Monate ein Sponsorenzeitschrift. Sie bezahlen aber dafür nicht jede Woche oder jeden Monat. Das wäre Blödsinn. Damit haben wir auch nichts zu tun. Einmal nur in 6 Monaten, also nur 2-mal in einem Jahr, geben Sie einen ganz kleinen Studentenpreis ab, wo Sie aber erstmal die Unterlagen kriegen nächste Woche mit Geschenkgutschein. Student? Also wir Was? Wählen hier nur den Sponsor aus, damit wir wissen, der Sponsor bezahlt Ihre Gewinne, weil Sie gewonnen haben. Ja, das habe ich verstanden. Die wollen so ein bisschen Werbung machen, dann steht da, keine Ahnung, Beate Use drunter oder so. Den Sponsor. Welcher Sponsorenzeitschrift soll es bei Ihnen sein, der Ihre Gewinne finanziert? Frauen, Mode, Nachrichten, Autos oder TV? Eine Frauenmode ist nicht so mein Ding. Was ist denn bei Auto mit dabei? Sag mal. Auto habe ich die Motorsport aktuell. Ist das gut? Kenne ich nicht. Auf jeden Fall. Das ist die meistgenommene. Das was? Die meistgenommene Sponsorenzeitschrift. Die wird oft Motorsport genommen? Aktuell. Genau. Von hinten dann, oder wie? Hallo? Herr Bobo, hören Sie mich? Ja, da war gerade Störung in der Leitung. Genau, die wird hier am meisten von den Sponsoren sozusagen, von den Gewinnern hier ausgesucht, die Motorsport aktuell. Ah, okay. Ja, das ist doch gut. Ja. Möchten Sie da auf der letzten Seite mit Ihren Namen erwähnt werden, dass Sie da gewonnen haben oder lieber anonym bleiben? Nee, das muss keiner wissen. Am Ende kommt noch Steueramt und will was haben. H.M. machen wir dann, ja, Herr Maulwurf? Ja, würde ich sagen. Oder kann man, oder kann man Künstlername nehmen? Nee, das geht nicht. Oh, aber steht bei Personalausweis drin, Künstlername. Nee, steht auch nicht drin. Doch, kannst du googeln. So, gib mal Künstlername Personalausweis bei Google ein, das kann man eintragen lassen. So. Okay, werde ich mir gleich mal nachschauen. Ja, klar. So, Motorsport aktuell, wie gesagt, ist Ihr Sponsor. Die finanzieren jetzt Ihre Gewinne bis 50.000 Euro. Sie kriegen das nur für eine Sonderaktion 12 Monate, versandkostenfrei und gebührenfrei. Das ist super der lieb. Der Einzelpreis bei der Motorsport aktuell beträgt bei 2,80 Euro. Beträgt Sie bei 2,80? Jede Woche oder okay. jeden Monat. Zusammengerechnet ist das nur einmal in 6 Monaten, 2-mal in einem Jahr mit nur 70 Euro. Das war's. Ja, aber es macht ja keinen Unterschied, ob ich das wöchentlich oder monatlich zahle. Geld ist Geld oder was? Ich ja, dachte, ich habe was gewonnen. Ja, Sie haben auch gewonnen. Die Motorsport aktuell bezahlt Ihre Gewinne bis 50.000 Euro. Achso, die zahlt auch der Sponsor. Das Heft zahlt auch der Sponsor? Nein, Sie zahlen 2-mal 70 Euro in einem Jahr. Also einmal in 6 Monaten, 2-mal in einem Jahr. Und der Sponsor bezahlt alle Ihre ganzen Gewinne. Sie zahlen auch nichts vorher, bevor Sie nicht erstmal Ihre Unterlagen in Ihrer Hand haben, nächste Woche mit dem Geschenkgutschein. Ja, warum, wenn die Millionen Gewinne verschenken für Leute, warum wollen die dann, dass ich deine Zeitschrift kaufe bei denen? Das ist irgendwie komisch. Gucken Sie mal, Herr Maulwurf. Wohin denn? Ja? Herr Maulwurf. Ja? Die kostenlosen Gewinnspiele werden in Deutschland von Sponsoren bezahlt. Das war immer schon so der Fall. Also ist das gesetzlich? Ja, auch nicht, das war immer schon der Fall. Ist das Gesetz seit oder sieben was? Jahren hier, seit 7 Jahre? Arbeit hier und das war immer schon der Fall. Ah, okay. Ist ja. gute Arbeit da drüben? Die Motorsport aktuell im Auto, gucken Sie mal, die werden persönlich. Okay? Wenn Sie denken, dass Sie hier mich auf Arm nehmen können, dass Sie so reden, dann sind Sie da komplett falsch. Man kann doch ein bisschen locker reden bei jungen Leuten, oder was? Was hat das mit den jungen Leuten zu tun? Ich möchte Feierabend machen, Sie haben Ihren Gewinn. Ich möchte und Sie sind Feierabend der Gewinner, machen. Dass Sie die Unterlagen rausschicken. Ach so. Ja, okay, dann will ich natürlich auch nicht aufhalten. Ja, und deswegen sage ich Ihnen, dass Sie die Unterlagen erstmal kriegen werden.
für die Abbuchungstermine für die Motorsport aktuell. Bevor sie die Abbuchungstermine nicht in ihrer Hand haben, zahlen sie auch vorher keinen Cent, damit sie dann nur Bescheid wissen. Das ist Sie gut. werden immer postalisch informiert von der Motorsport aktuell. Wie gesagt, Warum zweimal 70 Euro. Dazu. komme, wenn ich da die Telefonnummer bei Google eingebe, Targo Bank aus Düsseldorf? Seid ihr Targo Bank oder was? Nee, das stimmt gar nicht. Ich komme keine Targo Bank Düsseldorf. Doch, habe ich hier die Nummer bei Google reingeschrieben. Da kommt Targo Bank Düsseldorf. Okay, Herr Maulwurf, gucken Sie mal. Wir können es auch anders reden. Also ist gar kein Problem. Was denn? Ich weiß nicht, was Ihre Sorge dabei ist. Ich will gucken, mit wem ich da Business mache. Von wo sitzt denn die Firma? Und wie heißt die Alles klar, Firma? okay. Herr Maulwurf, okay, Sie wollten das nicht anders. Du scheiß Betrüger, du bist live auf YouTube, du Bastard. Und die So. IBAN-Nummer ist von einem anderen Telefonbetrüger. Da kannst du ruhig Geld Genau. abbuchen. So, dann trage ich doch rein, dass du deine Mutter hier eingetragen hast, damit wir von ihrer Mutter das nehmen Oh, können. du bist ein ehrenloses Schwein, Ah, Alter. Seit 7 Jahren ist doch zockst du die Leute so. ab. Geh dir mal richtige Deine Arbeit Mutter habe ich suchen. abgezockt. Sie war schon bei mir. Das Einzige, was Was das? abgezockt wurde, ist deine Zukunftschancen, Was kriminelles das? Schwein, du Elendes. Geh dir richtige Arbeit suchen, Toilette putzen. Genau Los, so redet komm. deine Mutter auch. Komm, Genau so hat deine Mutter auch McDonald's. geredet. McDonald's sucht Burgerwender. Dabei, Genau dabei, so hat deine los. Mutter auch geredet. Du Du kleiner weißt Scheiß denn. Russe, du. Auch noch rassistisch, du Scheiß Schwein, oder was? Scheiß Russe, du. Ach, auch noch kriminell und rassistisch. Die Masche gibt's immer noch, Freunde.